Jungs, der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt zu meinem Ernst, Fiegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen, das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Da wissen auch die Nazi-Staaten meine SS nach dem Krieg auch nicht zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sind das genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Wegelein. Habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Sie haben. Der spätere Abend ist der lieber, die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch. Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller Zivilen ein. Bitte, aber mein Lieber. Versuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenlüchen. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf über diesen Geschützen. Bombenangriff auf unsere Städte mache Gutes. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Wie viele tausend Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht? Sie sind ein großes Geniespeer. Doch, doch. Nur Sie und ich wissen, dass ein Drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Nur Wolkenkratzer und Hotels. Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern. Wir sehen die antiken Städte vor uns, die Akropolis. Wir sehen die Städte des Mittelalters. Wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Ja, Speer. Das war meine Vision. Und das ist sie noch immer. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Eva, jetzt sag du doch mal was. Er ist der Führer. Er weiß, was richtig ist. Bitte, Sie müssen raus aus Berlin, das sagt doch jeder. Die Rosen haben uns ja schon fast abgeschnitten. Ach, Kind, ich kann das nicht. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle betätigt. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Speer. Was meinen Sie? Sie sollten auf der Bühne stehen, wenn der Vorhang fällt. Mein Führer, die erfolgreichsten Panzerjäger der Berliner Hitlerjugend, angetreten! Ich bin stolz auf euch. Mein Führer, dieser Junge hat allein zwei russische Panzer mit der Panzerfaust erledigt. Sein Name ist Peter Kranz. Also Peter heißt du. Ich wollte, meine Generale hätten deinen Mut. Gut, gut. Die Geschichte schaut auf euch. Und wenn Germania aus diesen Trümmern neu emporwächst, seid ihr die Helden.
Heil euch. Das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!